Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Dracula 3. Irgendwas mit dem Pfad des Drachen oder so ähnlich, ne? Beim letzten Mal waren wir in Budapest. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Und wir sind wieder angekommen und haben, glaube ich, mit den Herren hier gesprochen. Was ist denn unsere Aufgabe? Janosch Peckmester auf dem Schloss des Zwielichts besuchen. Oder Vater Gregorio anrufen und ihn fragen, ob er von Marthas kuriosen Praktiken wusste. War das nicht schon gemacht? Ich muss Vater Gregorio über die düsteren Vampirgeschichten befragen. Scheinbar nicht. Nummer bitte. Vater Gregorio. Da ist er. Bitte dranbleiben. Das gab früher kein Freizeichen, oder? Kann man das nicht verstehen. Ruhe. Guten Tag. Könnte ich bitte Vater Gregorio sprechen? Hier spricht Vater Arno Moriani. Ein Moment, ich sehe nach. Hier spricht Vater Gregorio Nicescu. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Vater, ich muss ein sehr heikles Thema mit euch diskutieren. Bitte beantwortet meine Fragen genau. Es ist wichtig. Kennt ihr Stefan Luca? Er ist Journalist. Ein Freund von Martha. Hatten wir das schon? Sie haben zusammen Fotos entwickelt. Laut Stefan Luca glaubte Martha Calugarul an Vampire und führte seltsame Rituale durch. Ah, das stimmt. Und bevor ihr fragt... Nee, Moment mal, Moment mal. Ja. Ihr kennt... Ja. Wollt... Moment. Danke für eure... Ja. Und noch der Herr auf Wieder... Jetzt... Moment mal. Oh. Oh. Einen wunderschönen Willkommen zum zweiten Teil. Wir kamen gerade aus Budapest. Ja. Luana. Vigi Hop, Luana. Ihr seid ein Außenseiter, wie ich. Seid vorsichtig vor den Menschen in diesem Dorf. Ja, nee, Würfel spielen nicht, die schummelt. So, was haben wir denn? Ich muss Janos und Stefan treffen. Sie wollen sicher wissen, wie mein Gespräch mit Professor Boxo verlaufen ist. Zuerst werde ich jedoch im Gasthaus vorbeischauen und nachsehen, ob ich Post habe. Die Suche hat keinen Sinn, hier ist niemand. Warum ist sie nicht da? Das ist der Postausgang. Was ist der Postausgang? Wo ist der Posteingang? Stefan Luca ist in der Gaststube. Ich werde ihn begrüßen. Hallo Vater, was gibt es Neues? Der lungert auch bloß rum. Ich komme gerade aus Budapest. Ich habe Professor Boxo getroffen und ich muss euch sagen, dass sie einige eurer Ansichten teilt. Seht ihr? Seid ihr endlich bereit, mir zu helfen? Wann reisen wir in die Türkei? Ich glaube nicht, dass das meinen Vorgesetzten gefallen würde. Aber ich verspreche, dass ich darüber nachdenken werde. Also gut. Dann muss ich mich wohl allein auf den Pfad des Drachen begeben. Kennt ihr Professor von Krüger? Vor dem Krieg hatte er regelmäßig Kontakt mit Martha. Er glaubte nicht an Vampire. Seiner Meinung nach waren die Opfer krank und benötigten medizinische Hilfe. Martha teilte seine Meinung am Anfang, doch während des Krieges hat sie die Wahrheit erkannt. Okay. Ach, der ist müde. Ich sehe, dass ich euch nicht überzeugen konnte, Vater. Ich möchte euch dennoch um etwas bitten. Manchmal habe ich Angst. Angst vor den Mächten, die ich herausfordere. Natürlich habe ich das Medaillon des heiligen Dimitri, aber ich hätte auch gerne euren Segen. Ihr müsst wissen, dass ich euer Zimmer bereits auf Wunsch unserer Gastgeberin gesegnet habe. Oh? Das beruhigt mich. Vielen Dank, Vater. Ja, dann fällt der Segen aus. Sie wird's besser, als wenn er schief hängen wird. Oh. Ein Paket aus dem Vatikan. Es muss Vlad Tepeschs Biografie sein, die Monsignore Briganti mir geschickt hat. Was ist das da? Ach so, das ist unser Auftrag.
Geschichte Dracole Weide. Gefangen mit V, von den Turken erlangte Flatepesch das Freitum und bestiege den Tröne. Item desselben Jahres, Zerhandhetter les töten, les Lavadaba, der dasselbe Herr ist gewesen. Da ist ein Bild, ist da dran. Data Wizard, namt. Item Menschen etet des lassens bissen, Sittlingen allerlei durcheinander, jung und alt, Froven und Mann. Autsch, so haben sie sich Muten begelten, mit Händen und Füßen und Hand sich geweidet und gezabelt durcheinander als die Frosch. Ach so. Vlad Tepes, ehemaliger Gefangener der Türken, erkämpfte sich seine Freiheit und den Thron. Im selben Jahr befahl er die Hinrichtung von Wojwodin Wladislaw, der vor ihm über das Land herrschte. Irgendwas mit Frösche hinten. Außerdem ließ der Mensch aus allen Gesellschaftsschichten junge und alte Männer und Frauen auf Holzfäder aufspießen und sie wedelten mit Beinen und Armen und krämpften sich wie Frösche zusammen. Ja, da muss ich anklicken, ja, ne? Nee. Das war's? Achso, blättern. Außerdem vergiftete er im ganzen Land Wasserquellen und er ließ Frauen, Männer und Kinder zu sich bringen und spießte sie auf, 200 an der Zahl. Schön macht. Des Weiteren lud er die Armen des Landes ein, an einem großen Schmaus teilzunehmen, und als sie sich satt gegessen hatten, verbrannte er sie in einer Kirche. Außerdem nahm er einen Mönch fest, der auf einem Esel ritt, und spießte beide auf. Er ließ Männer bis zur Hüfte eingraben und mit Pfeilen durchbohren. Andere wurden gegrillt oder lebendig gehäutet. Türkische Gesandte begrüßen ihn, ohne ihre Kopfbedeckung abzunehmen, behaupten, dass dies bei ihnen Sitte sei. Er antwortete, also gut, ich werde eure Sitten unterstützen, und sie dankten ihm. Doch er ließ sie festnehmen und ihre Kopfbedeckung mit großen Eisennägeln an ihre Köpfe nageln. Das war seine Art, ihre Sitten zu unterstützen. Ja. Ja, guck mal, die Bilder hier, aber man kann leider nichts anklicken, ne? Schöne Bilder und der Verbrannte. Hm. Klassisches Rezept auf Chefkoch. Ja, doch. Das, habe ich schon mal erwähnt, dass ich das mit den Bildern da cool finde? Habe ich das einmal erwähnt, dass ich nicht so cool finde, dass es echt lange dauert, hier ein Spiel zu speichern? So, habe ich geschrieben? Ja, ich glaube ja, zur Sitzung zurückkehren. Gut. Irgendwann muss ich abschließen. Da ist der Riegel. Man platzt nicht einfach so bei jemandem herein. Ja, wir klopfen an. Penny? Man platzt nicht einfach so bei jemandem herein. Ja doch, ich wollte da nicht hinklicken. Ach, hier können wir einfach rein. Er ist ja schon wieder umgedreht. Das wäre nicht gut, wenn wir... Nee. Aber hier durch? Dieser Riegel wurde vor langer Zeit aufgebrochen. Haben wir nicht noch irgendwie... Nee, haben wir nicht. Achso, hier haben wir noch den Kupferdraht, wofür auch immer. Da, guck mal, da sind Bilder, siehst du? Bitte merkt mir eine Mücke ein. Ja, ihre persönliche Mundmelodie. Nummer bitte. Wir haben hier eindeutig mehr Nummern als vorhin. Der Herr Krüger. Mal gucken, was der zu sagen hat. Wir waren ja jetzt bei seiner Kollegin da in Budapest. Hier spricht Professor Heinrich von Krüger. Hier spricht Vater Arno Moriani. Professor Bokschow hat mir von einem wahren Auflodern des Vampirismus zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert erzählt. Wie erklärt ihr euch das? Ich habe bemerkt, dass es sich mit den Pestepidemien überschneidet. Tausende von Menschen starben. Sie wurden schnell beerdigt, manchmal sogar noch lebend. Sie haben sich selbst verletzt, als sie versuchten, sich aus ihren Särgen zu befreien. Ihre Körper waren blutüberströmt, als man die Gräber öffnete.
Kurz gesagt, sie waren die perfekten Vampire. Fälle wie diese, in denen Menschen lebendig begraben werden, sind nicht selten. Auch heute nicht. Ein Kollege hat mir von einer schwangeren Frau erzählt, die in ihrem Sarg gebar. Mutter und Kind sind erstickt. Warum war die im Sarg? Was sagt ihr zu den Leichen, die noch Monate nach ihrer Beerdigung frisch und mit rosigen Wangen in ihren Särgen liegen? Verwesung ist kein systematisches Phänomen. Ach so. Wenn es die Gesetze der Natur bei einer von 100 Leichen ermöglichen, dass sie sich langsamer zersetzt als andere, dann wird man immer auf einen Pseudovampir stoßen, wenn man alle Gräber auf einem Friedhof öffnet. Und warum sollte man fehlende Verwesung mit Vampirismus in Verbindung bringen? Das Phänomen wurde schon bei Heiligen beobachtet. Zum Beispiel bei Franz Xaver und Teresa von Avila, um nur zwei zu nennen. Erforscht die Archive eurer Kongregation und ihr werdet auf Dutzende von Fällen stoßen. Laut Professorin sind verdächtige Leichen oft aufgedunsen. Andere schwitzen ständig Blut aus. Die Verwesung setzt Gase frei, die die Leiche aufgedunsen aussehen lassen können. Mm. Die Flüssigkeit, die aus dem Körper tropft, ist ein seltsames Phänomen. Aber wusstet ihr, dass der libanesische Mönch Charbel Maklouf nach seinem Tod literweise Blut ausschwitzte? Bedeutet dies, dass dieser Heilige ein Vampir ist? Vielleicht. Habt ihr von dem Vater des Drachen gehört? Was für ein pompöser Name. Worauf bezieht er sich? Eine initiierende Reise, die mit Vampirismus in Verbindung steht. Professor Irina Boxo nimmt das Thema sehr ernst. Himmel, Esoterik, geheime Gesellschaften, initiierende Reisen. Was für ein altmodischer Kram. Aber auch die klügsten Köpfe lassen sich manchmal irreleiten. Die hat mir was von der geheimen Thule-Gesellschaft erzählt. Himmel, Esoterik, geheime Gesellschaften, initiierende Reisen, was für ein altmodischer Kram. Aber auch die klügsten Köpfe lassen sich manchmal irreleiten. Und hat mir einige beunruhigende Prophezeiungen enthüllt. Prophezeiungen? Was genau hat sie gesagt? Dass in 15 Jahren das böse Deutschland erobern wird. Es wird Massaker geben und einen neuen Weltkrieg. Woher stammen diese Prophezeiungen? Aus der verborgenen Apokalypse von Thomas dem Älteren. Ah, die mystische Schrift. Kennt ihr das Werk? Natürlich. Als Student habe ich mich ebenfalls mit Worträtseln beschäftigt. Gemäß den Wahrscheinlichkeiten findet man eben hin und wieder eine Kombination, die Sinn ergibt. Ihr glaubt, dass alles nur Zufall ist? Und dass man das Buch nach Belieben interpretieren kann. Moment, ich hole mein Exemplar. Er holt... Und er kommt wieder. Gut. Öffnen wir es auf einer zufälligen Seite. Zum Beispiel Seite 3. Und suchen nach Worten mit Bedeutung. Mit etwas Glück werden wir Wunder entdecken. Es hat nicht lange gedauert, bis ich etwas gefunden habe. Ich sehe noch mehr Wörter, aber ich überlasse euch den Spaß, sie zu finden. Imperium Oriensol. Sag mal, gibt es hier auch irgendwie eine Übersetzung oder so? Ach, guck mal. Gibt es ja auch so? Ja, die gibt es auch so. Aufgehende Sonne, Reich. Reich. Haben wir eine Jahreszahl? Ich suche eine Jahreszahl römischer Art. Das trifft mich ganz hart. Wie war denn das? Die müssten überlappen oder so, ne? Die Frage ist bloß... Nee, du nicht. Doch, du doch. Aber nicht mit dem Video. So. Römisch. So, was kommt da raus? Ich habe jetzt aber hier wegen Imperium, ne? Da. Reich und aufgehende Sonne. So.
Da hatten wir das letzte Mal 1933. Ich nehme jetzt 1945, römische Zahlen. Ja. MCMXLV. MCM. Ja, Mann, L. MCLV. MC. Gut. Und was. Hatten wir hier irgendwie eine Hilfe bekommen? Wenn ich hier so ein paar Mal. Nee, ne? Wie soll man das wissen und erraten? Es wird irgendwas Lateinisches sein. Wie kann man sowas eigentlich machen? Ja, lateinische Sachen hier reinhämmern. Kann ich hier wegklicken? Soll ich euch die Wörter zeigen, die ihr nicht gefunden habt? Ja, komm. Tolles Spiel, was? Aber genau so soll es sein. Wenn man nach etwas Altem sucht, findet man es leicht. Werfen wir einen Blick auf die Interpretation. Aufgehende Sonne, 1945. Feuer aus dem Himmel. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel behaupten, dass 1945 ein neues Reich entstehen wird und dass ein Beginn durch zackige Blitze am Himmel eingeleitet werden wird. Oder dass 1945 das Feuer des Himmels auf das Reich der aufgehenden Sonne fallen wird. Oder jede beliebige Absurdität, die ich mir ausdenken kann. Also das ist gut, absurd. Dieses Spiel ist amüsant, aber nutzlos. Konzentrieren wir uns auf andere Dinge. Achso, seltsam. Manchmal habe ich den Eindruck, Geräusche und Gerüche stärker wahrzunehmen. Diese Überempfindlichkeit kann auf Müdigkeit oder nervöse Anspannung zurückzuführen sein. Leidet ihr unter Allergien? Nein, gar nicht. Gut, ich glaube, es besteht kein Grund zur Sorge. Aber ruft mich an, wenn ihr allergische Reaktionen aufweist. Ihr scheint mir mit Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraut zu sein. Könntet ihr mir eure Meinung zu einigen eher speziellen Glücksspielen geben? Wenn euch das weiterhilft? In Vladovista habe ich eine Wahrsagerin mit Karten und Würfeln getroffen. Was waren das für Spiele? Würfelspiel der Wahrsagerin beschreiben. Dieses Spiel ist eine probabilistische Version des Klassikers Stein, Schere, Papier. Es ist klar, dass die Chancen dafür, dass der weiße Würfel den gelben schlägt, 4-6 stehen. Man könnte ebenfalls beweisen, dass im Allgemeinen gelb schwarz und schwarz weiß schlägt. Lasst die Wahrsagerin zuerst wählen, um eure Chancen zu verbessern, und nehmt dann den Würfel, der ihren schlägt. Wiederhören, Professor. Wiederhören, Vater. Bellte der Hund. Gut. Hallo. Sie muss anfangen. Jeder muss abwechselnd einen anderen Würfel wählen und mit Hilfe eines Würfelbechers werfen. Beide Würfel werden gleichzeitig aufgedeckt. Die höhere Zahl beginnt. Wollt ihr anfangen? Du darfst. Was war das gewesen? Oh Gott. Schwarz, schwarz, weiß. Also der hier. Ihr habt verloren. Gelb schlägt schwarz und schwarz schlägt weiß. Ihr habt gewonnen. Muss ich jetzt mehr gewinnen als... Ihr habt gewonnen.
Ihr habt verloren. Das ist Schiss. Luana! Ihr seid ein Außenseiter, wie ich. So, und tschüss. Das war, glaube ich, hinten raus, ne? Da. Das ist der Friedhof. Ich überspringe das mal. Ja, das ist der Friedhof. Da will ich jetzt nicht hin. Ich will da. Eine seltsame Gestalt. Hallo, Ionel. Ah. Ich hab dich Ringe werfen sehen. Du bist ganz gut. Ja, ich bin ziemlich gut. Aber seit Ariel weg ist, habe ich niemanden mehr zum Spielen. Oh, kann man zu zweit spielen? Natürlich. Es gibt unterschiedliche Regeln. Ich spiele am liebsten gegen die Wand. Erklär mir das Spiel. Jeder Spieler wirft seine Ringe. Der Spieler, dessen Ring am nächsten an der Wand landet, ohne sie zu berühren, holt den Punkt. Der Spieler, der als erstes 2 Punkte hat, gewinnt. Und wenn man die Wand trifft? Das ist Pech. Der Punkt geht sofort verloren, auch wenn der andere Spieler noch nicht geworfen hat. Ah, dann hat der Spieler, der als zweites dran ist, einen Vorteil. Allerdings. Deshalb wird beim ersten Mal ausgelost, wer anfängt. Danach beginnt immer der Spieler, der den letzten Punkt geholt hat. Hattest du Keldrick? Natürlich. Vor dem Krieg haben wir zusammen gespielt. Manchmal waren wir mit unseren Freunden bei der Kapelle, obwohl es verboten war. Nein. Und dann wurde Celdric krank. Er ging in die Apotheke zu Martha. Und dann starb er. In der Apotheke. Kanntest du Ariel? Er ist mein Freund. Er ist sehr gut im Wurfringspiel. Er ist krank, aber nicht tot. Martha hat ihn auf Kur an die Küste geschickt. Er hat es gut. Ich habe die Ruinen des Schlosses des Zwielichts besichtigt. Jetzt ist die Brücke kaputt und man kann nicht mehr hinein. Nur durch unterirdische Gänge. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Und man muss sich vor den Geistern in Acht nehmen. Geister? Ja, nachts kann man sie heulen hören. Ariel hat sie sogar gesehen. Nackte Männer, die Steine für eine Mauer schleppen. Sie sind auf Pfähle aufgespießt. Okay, im Dorf war da so eine Wahrsagerin. Sie hat beim Würfeln gegen meinen Onkel gewonnen. Ich hätte sie sicher geschlagen, aber sie wollte nicht mit mir spielen. Das ist ja auch Glücksspiel, macht man nicht mit Kindern, ne? Was weißt du denn über Vampire? Ich kenne einen. Er ist sehr groß und geht lautlos. Ich habe ihn durch den Nebel gesehen. In der Nähe des Grabes, der Wilden Rose und an der Kreuzung, bei der zerbrochenen Eiche. Komisch, dass ihr mich das fragt. Normalerweise wollen Erwachsene nicht über diese Dinge sprechen. Was glaubst du, warum das so ist? Ich glaube, sie haben Angst. Und du hast keine Angst? Ich hab beim Messer. Nein, Martha beschützt mich. Okay, du siehst aber nicht gut aus, ne? Ihr seid derjenige, der nicht gut aussieht, Vater. Ihr seid so blass. Okay, ich werf die Ringe. Habt ihr Lust? Großartig! Aber... normalerweise interessieren sich Erwachsene nicht für Wurfringe. Ja. Das sollten wir aber. Es ist ein großartiges Spiel. Sollen wir auslosen, wer anfängt? Nein, nein. Da ich das Spiel so gut kann, werde ich anfangen. Das gibt euch einen kleinen Vorteil. Hey, nicht schlecht. Klicken Sie auf den Ring und halten Sie die Maustaste gedrückt. Wenn Sie loslassen... Ach du Gott, oh Gott. Mit der Ring geworfen. Die Wurfweite hängt davon ab, wie lange sie die Maustaste gedrückt halten. Na toll. So beschiss. Zu weit. Ihr habt verloren. Ich habe gewonnen. Das ist normal. Ich habe viel Übung. Ich habe nicht genügend mit Ionel gespielt. Es wäre nett, wiederzukommen und eine Runde mit ihm zu spielen. Komm, wir spielen. Hallo, Ionel.
haben nicht genug mit ihm gespielt. Stell deinen Rucksack ab da. Genau. Ha! Nein. Doch. Zu weit. Ihr habt verloren. Ha. Wow. Großartig. Ihr habt den Dreh jetzt richtig raus. In jedem Fall macht es Spaß, gegen jemanden zu spielen. Jetzt zeige ich euch meine Schätze. Schaut in meine Tasche. Na. Eine Silbernadel. Nehmt sie. Ich schenke sie euch. Ist überhaupt nicht wertvoll. Das ist meine Schleuder. Sie bedeutet mir viel. Will ich ja haben. Ich verstehe. Ich will sie nicht hergeben. Aber ich würde sie tauschen. Wogegen würdest du sie tauschen? Ich weiß nicht. Richtig wertvolle Schätze. Die hellen Steine habe ich in der Nähe eines Wasserfalls gefunden. Die habe ich auf dem Dachboden einer Hausruine gefunden. Judenstern. Ah, du magst Musik. Ich denke mal, das war's. Deswegen wollten wir mit ihm spielen, damit wir ihm seine Sachen abknöpfen können. Das ist das. Ich wollte in die andere Richtung. Da hoch, da an. Ich überspringe das mal. Jetzt kommen wir erstmal zum Friedhof, wo wieder der aufgespießte ist. Da ist immer noch die Kuh.